Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um meine Tischkreissäge. Viele kennen sie wahrscheinlich von euch, von einem Review, vom Unboxing her. Die Videos dazu, die packe ich euch unten in der Videobeschreibung hinzu. Sowie das ganze Material und sonstiges Zubehör, was ich jetzt für dieses Video so benötigt habe. Ich möchte heute eine multifunktionale Werkbank bauen, sprich, wo diese Tischkreissäge integriert ist. Das Ganze ist sehr simpel im Grunde. Wir bauen uns eine Rahmenkonstruktion aus Fichte und angedockt obendrauf kommt eine große Arbeitsplatte und später werden dann eine Absauganlage dort drin integriert werden, wie bei meiner Kapp- und Gärungsstation. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben mal. Und parallel möchte ich dann noch hier eine Oberfräse einbauen, eine Oberfrästation oder Tischfräse, besser gesagt. Und also wie gesagt, ein multifunktionaler Werktisch. Das Video wird wahrscheinlich mehrere Teile haben. Wie viele, das weiß ich leider noch nicht. Ich denke, ich werde ein Video machen, wo ich die Rahmenkonstruktion baue, ein Video, wo ich die Arbeitsplatte baue. Die Arbeitsplatte wird aus mehreren Buchenplatten zusammenverleimt. Warum, weshalb, gehe ich dann auch im Video nochmal genauer drauf ein. Und wie ich die Tischfräse hier baue, gibt es auch nochmal ein extra Video. Und wie ich die Absauge baue, gibt es auch nochmal ein extra Video. Also im Grunde 1, 2, 3, 4 Videos sind so geplant. Mal gucken, ob das so hinhaut. Auf jeden Fall fangen wir heute an mit der Rahmenkonstruktion. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Nachdem wir mein kleines Lager geplündert haben, im Übrigen liegt das Holz schon ca. 2 bis 3 Monate dort und wartet auf seine Verarbeitung. Und nun ist heute endlich der Tag gekommen, an dem ich die Unterkonstruktion für meinen multifunktionalen Werktisch zuschneide. Wie ihr sehen könnt, schneide ich das Ganze an meiner Kapp- und Gärungssäge. Dies ist am effektivsten und am schnellsten. Selbstverständlich gibt es für diese Kapp- und Gärungssäge auch ein Unboxing. Dieses werde ich euch mal hier oben rechts im Bild verlinken. Des Weiteren gibt es auch eine komplette Anleitung, wie ich meine Kapp- und Gärungsstation gebaut habe. Sprich, wo meine Kapp- und Gärungssäge draufsteht, die ganze Station. Die ist auf Rollen und die Seitentische könnt ihr links und rechts einklappen. Die Anleitung dazu besteht aus 3 Teilen. Checkt doch einfach mal meine Playlist, meine Werkstatt. Oder rund um die Werkstatt. Die Playlist dazu werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Nach dem Zuschnitt fangen wir auch schon an mit der Ecküberblattung. Die Ecküberblattung schneide ich einfach an meine Kreissäge zu. So eine Eckverbindung ist sehr simpel und kann im Grunde jeder nachmachen, der eine Tischkreissäge hat. Aber nun wollt ihr bestimmt die Maße der Unterkonstruktion wissen. Und es gibt auch einen bestimmten Grund, warum ich die ganzen Maße nicht bekannt gebe. Zum Beispiel ein Grund wäre, nicht jeder hat diese Tischkreissäge, die ich habe. Und das war auch mein Ausgangspunkt. Des Weiteren habe ich die Arbeitshöhe 990 mm. Diese Arbeitshöhe hat auch nicht jeder. Ihr müsst halt selbst bestimmen, in welcher Höhe ihr arbeiten möchtet. Der andere ist größer, der andere ist kleiner. Dementsprechend müsst ihr eure Werkbank anpassen. Das sind ein paar Gründe, warum ich euch keine Maße für diese Unterkonstruktion gebe. Des Weiteren ist es mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Und ich finde, so ein Video ist schon als Anleitung vollkommen ausreichend. Und so eine Ecküberblattung oder Kreuzüberblattung könnt ihr auch an einer Kapp- und Gärungssäge ausarbeiten. Hierbei ist schon etwas Erfahrung gefragt. Deshalb seid sehr vorsichtig mit dem Umgang bei einer Kapp- und Gärungssäge.
Nachdem wir alle Schnitte getätigt haben, können wir auch schon loslegen, mit einem scharfen Stecheisen das überschüssige Material entnehmen. Dies solltet ihr sehr sorgfältig machen, ansonsten passen eure Eckverbindungen später sehr schlecht miteinander oder stehen sogar über. Und das Ganze wirkt sich nachher dann auf die Rahmenkonstruktion aus. Insgesamt habe ich 3 Rahmen gefertigt, die ich nachher miteinander mit einer Kreuzüberblattung verbinden werde. Beim Verleimen solltet ihr unbedingt wasserfesten Leim verwenden und den Winkel überprüfen. Ansonsten kann es nachher sein, dass eure ganze Werkbank kippelt. Zur Hilfe könnt ihr auch einen großen Winkel verwenden, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt. In den senkrechten Pfosten habe ich noch jeweils in jeden Pfosten eine Lochreihe mit dem Pfostenbohrer gebohrt. Und dies hat natürlich einen Grund, damit ich später das Spannsystem von Bessel verwenden kann, um mal größere Werkstücke seitlich einzuspannen. Und dieses System werden wir später auch wieder auf meiner Hauptarbeitsplatte wiederfinden. Und nun legen wir los und verleimen alle 3 Rahmen miteinander. Und dabei bin ich ziemlich ins Schwitzen gekommen. Wir haben ja draußen bereits Herbst, aber mir war so warm, dass ich schon im Unterhemd arbeiten musste. Und dies hat natürlich auch einen Grund. Der Leim hat eine Abbindzeit von meistens 20 bis 25 Minuten. Und in dieser Zeit sollte der Leim schon ordentlich Druck bekommen. Das heißt, entweder baut ihr das Ganze zu zweit auf oder ihr verleimt das Ganze in mehrere kleine Etappen. So könnt ihr das auch problemlos alleine schaffen. Und das Tolle an dieser Unterkonstruktion, wir haben keine einzige Schraube, geschweige Winkel, verbraucht. Trotz alledem ist diese Konstruktion sehr stabil und robust. Damit unsere 4 Schwerlastrollen später genügend Auflagefläche haben, habe ich das unterste Kantholz einfach mit einem Restkantholz verbreitert. Als Verbindungsart habe ich Leim und 6-Kant-Schrauben verwendet. Davon habe ich jeweils 3 Stück in einen Kantholz hineingeschraubt. Eine Schwerlastrolle hat ungefähr die Tragkraft von 135 Kilo. Ich denke, das müsste vollkommen genügen. Des Weiteren werden die Schwerlastrollen mit einem Bolzen von oben nach unten verbunden. Den Bolzen lasse ich mit einem Pfostenbohrer ein. Anschließend könnt ihr die Schwerlastrollen von unten verschrauben. Wie ihr bereits gemerkt habt, habe ich die Schwerlastrollen ungefähr 50 bis 60 cm in die Mitte hinein verlagert, um das Gewicht bzw. ein Durchbiegen zu vermeiden. So, die Unterkonstruktion steht, meine Tischkreissäge auch. Die ist auch schon mit der Unterkonstruktion befestigt worden. Wichtig bei der Sache ist, dass ihr das Ganze ausrichtet in Waage, da die Tischkreissäge später der Ausgangspunkt sein wird für unsere große Arbeitsplatte. Die Arbeitsplatte zeige ich euch im nächsten Teil, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Des Weiteren sollte auch die Konstruktion in einer Flucht sein mit der Tischkreissäge. Hierfür habe ich einen großen Winkel verwendet. Ihr könnt auch einen Richtscheit nehmen oder ein Kantholz. Wer etwas Kleineres sucht für seine Tischkreissäge, der guckt auch nochmal unten in der Videobeschreibung rein. Da gibt es ein älteres Video von mir, vielleicht ist das auch ganz interessant für euch. Ansonsten hoffe ich, euch hat Teil 1 gefallen. Würde mich wie immer über einen Daumen hoch von euch freuen. Hier sind die nächsten 2 Videos von mir und hier ist der Abonnier-Button, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Würde mich auch darüber riesig freuen. Bis dahin, euer Mr. Handwerk.